Nach wochenlangem Lockdown zur Eindämmung von Corona-Infektionen darf Insider zufolge der Finanzsektor in Shanghai größtenteils wieder in Normalbetrieb gehen. Die Behörden hätten 864 Finanzinstitute die Wiederaufnahme ihrer Arbeit genehmigt, sagen drei der mit der Angelegenheit vertrauten Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Dabei sind die Börsen berücksichtigt worden und die Banken, die landesweite Geschäfte machen oder den Unternehmen bei der Wiederaufnahme ihrer Arbeit finanzielle Unterstützung leisten. Demnach stehen auf der Liste der Genehmigungen die Börsen China Foreign Exchange Trade System, die Shanghai Stock Exchange, die Shanghai Futures Exchange und die China Financial Futures Exchange. Zudem dürfen den Insidern zufolge unter anderem die Bank of Communications, die Bank of China, die Industrial and Commercial Bank of China ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Regierung von Shanghai ist für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die staatliche Zeitung Shanghai Securities News hat zuvor von den Öffnungsschritten berichtet. Die Bank of Communications teilt mit: Eine Filiale im Bezirk Yinshan hat am Mittwoch den Betrieb wieder aufgenommen. Mehr als 20.000 Banker, Händler und andere Arbeiter übernachten seit Ende März in ihren Bürotürmen im Stadtteil Luiazui in Shanghai, um Chinas riesige Finanzzentren während des Lockdowns am Laufen zu halten. Im März hat Shanghai, Chinas bevölkerungsreichste Stadt mit mehr als 25 Millionen Einwohnern, wegen wiederaufflammender Corona-Infektionen einen weitgehenden Lockdown verhängt. Das öffentliche Leben wird in zwei Stufen bis 5. April heruntergefahren. Mitte April wurden wichtigen Herstellern aus Bereichen wie der Autoindustrie, den Biowissenschaften, der Chemie und dem Halbleiter erlaubt, die Produktionen wieder aufzunehmen.